Anker bietet ja mittlerweile Ladegeräte und Powerbanks für alle Lebenslagen an. Zwei neue Energiespender möchte ich euch in diesem Video vorstellen und empfehlen. Klein, handlich und mit viel Power und somit bestens geeignet für den Urlaub oder auch den nächsten Städtetrip. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Herzlich willkommen zu meinem Test der Anker 723 Powerbank und des Anker Prime 67 Watt Ladegeräts. Los geht's, viel Spaß! Demnächst geht es in den Urlaub. Und da ich nicht campen fahre, brauche ich auch nicht die große Anker 548 einpacken. Und für alle, denen die bereits von mir getestete Anker 737 zu schwer für die Handtaschen oder den Rucksack ist, schaut euch die handlichere Prime 723 an. Mit 13,4 x 5,5 x 3,5 cm stört sie nicht und doch bringt sie genügend Power mit, um unterwegs ein sehr praktisches Helferlein zu sein. Zwei USB-C-Anschlüsse sorgen dafür, dass ihr auch zwei Geräte zeitgleich laden könnt. 130 Watt, 65 für jeden Port, stehen euch zur Verfügung, wenn ihr euer Smartphone, Tablet oder eure Drohne oder was auch immer mit Power versorgen wollt. Wenn euer mobiles Gadget denn mit so viel Power umgehen kann, denn das ist meist der limitierende Faktor. 12.000 mAh stehen zur Verfügung. Ihr könnt damit zum Beispiel ein iPhone 14 Pro oder ein Samsung Galaxy S23 zweimal wieder komplett aufladen. Für unterwegs und lange Tage absolut ausreichend und das gepaart mit dem Display, das euch Restkapazität, Eingangsleistung und Leistungsabgabe anzeigt, das ist schon attraktiv. Dazu verspricht Anker eine besonders hohe Langlebigkeit. Selbst nach 450 Ladezyklen soll die Anker Prime noch 80% Kapazität bieten. Seht mir nach, dass ich das natürlich noch nicht bewerten kann, das sind Angaben von Anker. Noch nicht erwähnt habe ich den Anschluss, den ihr aber sicher schon entdeckt habt. Kannte ich vorher nicht, finde aber, dass die Idee dahinter durchdacht ist. Per extra erhältlicher Ladestation könnt ihr die Anker Prime 12.000 mAh kabellos und easy wieder befüllen. Die Ladestation kann natürlich noch mehr und wenn ich einen bekommen kann, werde ich auch dazu ein Video machen. Alle Infos findet ihr aber auf der Anker Website, die ich euch natürlich unter dem Video verlinkt habe. Mit 99,99 Euro ist die Powerbank kein Schnapper, aber sie bietet moderne Technik, 130 Watt, ein Display, kompakte Maße. Mich überzeugt die neue Anker Prime, schade nur, dass neben den zwei USB-C-Ports kein USB-A-Port verbaut ist. Müsst ihr die Powerbank dann wieder befüllen, dann könnt ihr das mit dem ebenfalls neuen Anker-Ladegerät, dem 735, erledigen. Im Vergleich mit dem in Anführungsstrichen alten 737 mutet das neue 735 nahezu winzig an. Drei Anschlüsse findet ihr, zweimal USB-C und einmal USB-A. Mit einer Gesamtleistung von 67 Watt bietet das Anker 735 genügend Power, um eure mobilen Geräte wieder zu befüllen. Der USB-A-Anschluss unterstützt aber maximal 22,5 Watt. Auch das Anker 735 verfügt mit Active Shield 2.0 wieder über die bewährte intelligente Temperaturüberwachung und der Clou, als ob das Ladegerät nicht schon kompakt genug wäre, ihr könnt es noch kleiner machen, der Stecker lässt sich einfach umklappen. Und haltet mich für einen Nerd, mache ich ja selber, das fühlt sich auch noch richtig gut an. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Grüße gehen raus an Robert. Was kostet das neue Anker 735? 59,99 Euro und das finde ich mehr als angemessen. Das 735 und die 723 Powerbank sind für mich eine super Kombination für den Urlaub, den Städtetrip oder einfach zum immer dabei haben. Aber bitte Anker, in den nächsten Serien ändert irgendetwas an eurer Namensgebung. Was sagt ihr zu Ankers neuen Energiespendern? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube weiterhin begleitet und mir ein Abo schenkt. Schönen Dank dafür. Das Allerwichtigste aber, bleibt interessiert und bis zu einem weiteren Video. Macht's gut, bye bye.